Willkommen zum zweiten Videotutorial zu Fotogrammetrie, Anwendung in der Kunstvermittlung und praktische Umsetzung, indem wir Ihnen Anwendungsbeispiele von Fotogrammetrie aus der musealen Vermittlungspraxis vorstellen und Schritt für Schritt erklären, wie Sie selbst ein fotogrammetrisches Modell erstellen können. In Video 1 konnten Sie bereits die theoretische Definition, Prozesse und Einsatzbereiche des Visualisierungsverfahrens kennenlernen. Diese Videotutorials sind im Rahmen des Projekts Art 4.0 Digitale Kunstgeschichte am Institut für Kunstgeschichte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf entstanden und in Kooperation mit dem Projekt Digital for Humanities der Friedrich-Schiller-Universität Jena umgesetzt worden. Wir werden also zunächst Praxisbeispiele vorstellen und dann eine konkrete Umsetzung mit Ihnen besprechen. Wie in Video Tutorial 1 erläutert, beziehen sich die Anwendungsmöglichkeiten von Fotogrammetrie in der musealen Kunstvermittlung besonders auf den Aufbau und die inhaltliche Ausgestaltung von Anleihensammlungen, das Zurverfügungstellen von Zusatzinformationen im analogen und digitalen Ausstellungsraum, die Nutzung im Kontext von Virtual Reality Installationen im digitalen Raum und Augmented Reality Situationen im analogen Raum. Die Art der Einbettung von 3D-Modellen spielt dabei eine wichtige Rolle für die Akzeptanz durch BesucherInnen und NutzerInnen. Spielerische Gamification-Ansätze können dabei Berührungsängste mildern. Als Pioniere der dreidimensionalen digitalen Präsentation von Objekten und Artefakten gelten das British Museum in London und das Smithsonian Institute in Washington. Auf der Webseite des British Museums, das Sie hier sehen können, lässt sich sowohl eine 360-Grad-Tour durch das gesamte Gebäude unternehmen, als auch einzelne Werke en Detail betrachten. Wie hier die Porträtbüste von Sir Robert Bruce Cotton des Bildhauers Louis-François Roubillon aus dem späten 16. Jahrhundert. Das British Museum stellt, wie viele andere Kulturinstitutionen auch, im Sinne der Demokratisierung des Wissens seine dreidimensionalen Modelle auf Open Access Plattformen zur Verfügung. So bietet die Plattform Sketchfab eine große Zahl fotogrammetrischer Modelle von Objekten, die aus Museen aus der ganzen Welt stammen. Die Anwendung Google Arts and Culture fasst ebenfalls als institutionsübergreifendes Angebot Inhalte auf und spiegelt so die ortsunabhängige Philosophie digitaler Kunstvermittlung wider. Auch via Google Street View lassen sich unterschiedliche 360-Grad-Touren durch Museen unternehmen. Zukünftig wird es hier spannend sein zu untersuchen, inwieweit die Interessen eines privatwirtschaftlich agierenden Unternehmens mit dem demokratischen Anspruch der Bevölkerung auf Zugriff auf ihr Kulturerbe übereingehen. Als Bindeglied zwischen Digitalität als eigene künstlerische Position und Aspekt der Kunstvermittlung sei hier abschließend noch auf die Kollaboration der Königgalerie in Berlin mit dem Künstler Manuel Rossner hingewiesen. Die 2020 veröffentlichte App Surprisingly This Rather Works bindet als auratisches Kunstwerk die Galerieräume Königs mit ein und übernimmt so auch eine vermittlerische Funktion. Die Nutzung von 3D-Modellen im analogen, physischen Ausstellungsraum, zum Beispiel abrufbar über Touchscreens, die in Informationsstationen eingebettet sind, verbindet die digitale Aufbereitung mit dem analogen Erfahrungsraum von Kulturinstitutionen. Im nächsten Schritt werden wir ein Praxisbeispiel unter Verwendung der kostenlosen Software Meshroom präsentieren. Diese muss zunächst heruntergeladen und installiert werden. Dazu gehen Sie bitte auf die hier angezeigte Website. Wenn Sie einen Mac nutzen, kann es bei der Verwendung von Meshroom zu Problemen kommen. Wir empfehlen alternativ die ebenfalls kostenlose Software Recharge 3D. Die Nutzung der Softwares ist sehr ähnlich, sodass Sie mit diesem Video nichtsdestotrotz einen grundlegenden Überblick erhalten. Aber Achtung, das fertige Objekt kann einiges an Speicherplatz benötigen. Stellen Sie also sicher, dass Sie ausreichend Kapazitäten haben. Auch ein Arbeitsspeicher von 16 GB ist für die Verarbeitung und das generelle Arbeiten mit der Software von Vorteil. Wenn Sie Meshroom öffnen, sehen Sie Ihre Arbeitsfläche. Links auf Ihrer Arbeitsfläche sehen Sie das Feld für die Fotodateien, die die Grundlage für das 3D-Modell bilden. Rechts ist das Feld für das 3D-Modell zu sehen. Und unten erkennen Sie den Prozessstrahl mit den verschiedenen Schritten, die Ihr Objekt von den Ausgangsfotos bis hin zum fertigen 3D-Modell durchlaufen wird. Hier müssen Sie nichts aktiv bearbeiten, der Strahl dient primär dem Nachvollziehen der Schritte. Grundlage für Ihr 3D-Modell ist ein Fotoset von einem Objekt, das Ihren Gegenstand aus verschiedenen Positionen zeigt. Dabei sollten möglichst alle Seiten berücksichtigt sein. Dieser Schritt ist dabei einer der wichtigsten. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Fotos der Bilderserie möglichst keine spiegelnden Flächen erhalten, einen gleichmäßigen Abstand zum Objekt haben und gleichmäßig beleuchtet sind. Zur Stabilisierung bei der Aufnahme kann auch ein Stativ genutzt werden.
Eine Bildermenge von etwa 50 Fotos oder mehr ist hierbei optimal. Mindestens 20 bis 30 Fotos sind zwingend notwendig. Nach Aufnahme der Fotos fügen Sie Ihre Fotos in Meshroom ein. Das geht einfach über Drag and Drop oder aber über den File-Button. Das grüne Häkchen in der rechten oberen Seite der Fotos zeigt Ihnen an, ob das Bildmaterial geeignet ist. Entspricht ein Foto nicht den Qualitätsmerkmalen, sollte es entfernt werden. Für dieses Video verwenden wir einen bestehenden Datenblock an Fotos. Sie finden es in der Videobeschreibung. In der unteren Leiste ist der Prozess der Erstellung des 3D-Modells angegeben. Hier können Sie die einzelnen Schritte verfolgen und nachvollziehen. Ziel ist das fertige, sogenannte Mesh. Zur Anfertigung dieses Schrittes klicken Sie einfach auf Start. Von nun an wird das Mesh vom Programm alleine erstellt. Dieser Prozess kann bis zu einer Stunde, vielleicht sogar länger, dauern. Planen Sie also ausreichend Zeit ein. SFM, die Abkürzung für Structure from Motion, zeigt Ihnen die verschiedenen Kameraperspektiven, aus denen die verschiedenen Ausgangsfotos fotografiert wurden. Sie sehen sie hier im Bild. Haben sich die einzelnen Balken im Prozessbalken grün gefärbt, ist der dargestellte Schritt innerhalb des Prozesses bereits abgeschlossen. Oben im Objektfenster können Sie mit der linken Maustaste Ihr 3D-Modell drehen. Mit der rechten Maustaste bewegen Sie es, durch Scrollen können Sie zoomen. Zum Fertigstellen des 3D-Modells klicken Sie auf den letzten Schritt im Prozessbalken, Texturing, und danach auf Compute. Im Anschluss lädt das fertige Modell. Klicken Sie dann auf Load Model. Nun ist das 3D-Modell in einem passenden Präsentationsformat als Mesh zum Download bereit. Es könnte nun weiter bearbeitet werden oder direkt in eine Website oder eine App eingebettet werden. Es könnte auch als Vorlage für einen 3D-Drucker genutzt werden und so direkt gedruckt werden. Wenn Sie sich tiefergehend für die Thematik interessieren, empfehlen wir folgende Literatur, die Sie auch in der Videobeschreibung finden. Durch diese beiden Videotutorials haben Sie eine grundlegende Einführung in die Geschichte und Nutzung von Fotogrammetrie in der digitalen Kunstvermittlung erhalten. Bei Anmerkungen, Fragen oder Feedback können Sie uns unter folgenden Mailadressen erreichen.